Na, naja. Aber ist ja egal. Wir haben es ja jetzt geschafft nach dem dritten Versuch oder so. Naja, was soll man machen, na? Okay, gehen wir nochmal auf die Karte und denken, mache jetzt die Chinesen hier. Die Chinese? Die Chinesen. So. Ah, ja. War auf jeden Fall interessant, aber Travis ist wieder leicht reizbar. Wenn man das vorsichtig auch so, so sagen kann. So. Sandy Shore's airfield up in rural Blaine County resembled a war zone as the ongoing drug war escalated in another bloody incident. Gangs battled to the death in a pattern of destruction that has become all too common in the area. Witnesses spoke of one particularly crazy lunatic who police are trying to identify. Okay. Dann gehen wir, machen wir wieder Chinese im Gasthaus. Gehen wir zu den Reihen, gucken, was sie jetzt sagen. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La la la. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Hmm? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Richtig ausrasten hier. Oh, jetzt fahren wir zu den O'Neills. This music's all fucking wrong. That's what I'm looking for. Oh Mann, also der ist echt krass drauf. Echt mies drauf gerade der Herr Trevor. Herr Trevor Phillips. Krass, krass. Trevor Phillips. Elwood O'Neill. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, Bella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family myth business you got when I'm done! You're listening to the home of reality. They're dead, all of them, inbred hillbilly twats. Yeah, das befürchte ich auch.
Natürlich. Nein, wir werden die natürlich alle ausschalten. Und dann geht's denen nicht mehr so gut, würde ich sagen. Kurz nur gucken, ob ich, ob alles läuft. Ja. Und ja, es läuft alles super. Das ist richtig klasse. Und dann gehen wir weiter. Yes. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Ich denke, mit dem werde ich ausschalten. Schon mal zwei auf einmal. Oben sind jetzt keine mehr. So. Die können auch von mir aus wegfahren. Okay, wir schleichen uns jetzt. Kleiner Wichser, Alter. Wir nehmen uns Mikro-MP raus. Jeder ist erledigt. Oh, da kam ja von rechts einer. Scheiße. Aber ich hatte das so gut gemacht, Alter. Na, okay. Okay. Scheiße. Habe ich natürlich vergessen, dass die da in dem Raum stehen. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. So, oben, oberste Etage sind jetzt alle weg.
So, die hätte ich auch. Du trinkst auch nichts mehr. Wie gesagt, die schalte ich so aus. Es hat ja gerade eigentlich perfekt geklappt, nur ich bin dann aus Versehen ein bisschen ans Fenster gekommen. Und dann haben die mich gesehen natürlich. Und dann habe ich natürlich nicht aufgepasst. Kleiner Pisser, Alter. Die Musik ist natürlich auch perfekt. Oh Gott, naja. Hä, was ist denn jetzt los, Alter? Mission fehlgeschlagen. Warum? Trevor ist tot. Warum? Was habe ich denn so Schlimmes kassiert? Hä? Warum? Was habe ich denn für schlimme Sachen kassiert? Hä? Und zumindest hat es schon mal zum Teil zumindest gespeichert. Ein bisschen zumindest. Okay, okay.
Noch irgendjemand was zu sagen? Was hast du gesagt? Hey, don't come any closer, all right? You win. You can have the contract. We ain't got the ambition, man. We went wrong. Ja, ich glaube, das war's wohl, ne? Well, look at this. Come on. Okay, dann gehen wir mal der Spur nach. Hier auf der Minikarte, auf der Minimap. Where are you gone? Hey, wir haben doch alle ausgeschaltet hier. Mann. You asked for this, assholes. Ja, Egger macht keinen Deal mit den Chinesen. Zumindest nicht auf lange Sicht. Mit der Billigknarre. Burn, you disrespectful pricks! Haha, so. So schnell werde ich nichts mehr hinbekommen. Und ich habe die ganz viele von euch getötet, also. Episch. Episch. Ja, ich entkomme jetzt. So vielleicht nicht, aber in der Art ist das schon so richtig. Kurz auf die Karte gucken. Ah, so Richtung Haus würde ich sagen. Also zumindest so in die Richtung, meine ich. Bestanden. Ja, alles bis auf Unversehrt und Treffgenauigkeit. Ja, aber zumindest Silber. Das ist schon mal etwas. Aber fand ich schon mal ziemlich geil. Ne? So, dann, machen wir direkt die T. Eigentlich der gleiche Weg.